Heute wollen wir uns mit etwas beschäftigen, was erste Fundamentalform heißt. Das heißt, es soll natürlich darum gehen, dass wir verstehen, was das überhaupt ist und wozu man das braucht. Und zwar wird es darum gehen, ganz grob, wenn man in einer Fläche ist, so wie wir sie definiert haben, wie man da Längen, Abstände, Winkel und solche Sachen messen kann. Also wie ist das gemeint? Wir haben so eine Fläche, die so im Raum rumschwebt, mit der wir es jetzt schon öfter zu tun hatten. Und für diese Fragestellung ist es ganz gut, sich vorzustellen, Sie würden in der Fläche leben. Also stellen Sie sich vielleicht so eine zweidimensionale Ameise vor, die in dieser Fläche lebt. Und mit zweidimensional meine ich, dass diese Ameise wirklich nur zwei Dimensionen kennt, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Das heißt, von oben, unten hat die noch nie was gehört, die weiß gar nicht, dass es das gibt. Die kennt nur die Fläche, in der sie lebt. Wir können von außen raufgucken und sehen, dass das Objekt eigentlich im dreidimensionalen Raum ist und dass es zum Beispiel hoch und runter geht in dieser Fläche. Aber die Ameise weiß das nicht und hat nur diese krummlinigen Koordinaten zur Verfügung, die wir immer benutzen, die wir die UV-Koordinaten genannt haben. Und wir wollen mal anfangen mit der folgenden Fragestellung. Es verläuft in der Fläche eine Kurve und unsere Ameise, die nur die Fläche kennt, möchte die Länge dieser Kurve feststellen, ausmessen, berechnen. Sie hat aber zur Verfügung nur die UV-Koordinaten von dieser Kurve. Technisch heißt das ja das Folgende. Wir haben ein zweidimensionales Koordinatensystem, unser UV-System, was durch so ein Flächenstück F in den Raum projiziert wird. Und wenn es so eine rote Kurve gibt, das ist eine der Sachen, die wir letztes Mal herausgefunden haben, dann gibt es dazu ja hier auch eine Kurve. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir letztes Mal gewonnen haben. Zu so einer Kurve hier rechts, zu dieser roten Kurve, gibt es das Urbild dieser Kurve, was in diesen UV-Koordinaten verläuft. Und für die Ameise sieht die Welt so aus wie hier links. Die hat nur diese Informationen zur Verfügung, die sie da links sehen kann. Sie möchte aber die richtige Länge der Kurve messen. Und mit richtige Länge meinen wir, dass dasselbe rauskommen soll, was wir auch messen würden, wenn wir die Länge dieser roten Kurve messen. Und für uns ist das ja eine Raumkurve. Also wir könnten die ja messen. Die läuft im Raum und dafür haben wir eine Formel. Da brauchen wir drei Koordinaten für, die x, y, z Koordinaten. Die Ameise hat aber nur die UV-Koordinaten, weil ihre Welt ja so aussieht. Und jetzt wollen wir gucken, wie man das übertragen kann. Also was die Ameise wissen muss, beziehungsweise welche Formel sie anwenden muss, um auf die richtige Länge zu kommen. Und da gehen wir mal ganz langsam ran. Wir fangen mal damit an zu überlegen, wie man Längen von Vektoren misst. Das werden wir später ja auch wieder brauchen, weil in der Formel für Längen von Kurven ja auch Längen von Vektoren vorkommen. Also die ganz einfache Variante ist, Sie haben einen Vektor w in der Ebene, der hat irgendwelche Koordinaten, Lambda und μ. Und Sie wollen die Länge, also die Norm von diesem Vektor ausrechnen. Wie ging das nochmal? Genau. Also die Formel dafür wäre das hier, Wurzel aus Lambda Quadrat plus μ Quadrat. Und ein wichtiges Stichwort dabei ist Pythagoras. Damit werden wir es heute noch öfter zu tun haben. Also die Vorstellung ist ja, dass Sie hier Ihren Vektor haben, dessen eine Koordinate Lambda ist und die andere Koordinate ist μ. Und dann haben Sie halt hier ein rechtwinkliges Dreieck und die Länge, die Sie haben wollen, die Länge von diesem Vektor, rechnen Sie mit Pythagoras aus. So, und jetzt werden wir die Welt, in der das passiert, mal so ein bisschen ändern. Das heißt, wir werden mal das Koordinatensystem skalieren. Dies soll noch ein relativ normales Koordinatensystem sein, bei dem die Koordinatenlinien alle parallel zueinander sind und auch rechtwinklig aufeinander stehen, aber sie haben nicht mehr den gleichen Abstand wie sonst. Sonst ist der Abstand ja immer 1. Und hier haben wir jetzt mal irgendwelche anderen Abstände. Ich habe jetzt für das Beispiel mal vorausgesetzt, dass der Abstand horizontal immer 1,3 ist statt 1 und der Abstand vertikal soll immer 0,6 sein statt 1. Und jetzt möchte ich hier auch die Länge von einem Vektor ausrechnen. Dieser Vektor, der eigentlich gerade verlaufen sollte, der geht jetzt 7 nach rechts und 3 nach oben. Das heißt, in diesem Koordinatensystem hat dieser Vektor die Koordinaten 7, 3. Den würden wir also in dem komisch skalierten Koordinatensystem als Vektor 7, 3 schreiben. Und ich schreibe da mal zur Unterscheidung hin unten so ein kleines n, damit meine ich neue Koordinaten. Also in den neuen Koordinaten hat der die Koordinaten 7, 3.
Und ich möchte jetzt die Länge von dem Ding berechnen, aber nicht in dem neuen Koordinatensystem. Da würde ich ja einfach rechnen 7 Quadrat plus 3 Quadrat und daraus die Wurzel, sondern ich möchte seine richtige Länge wissen. Das ist jetzt nicht so schwer. Können Sie mir mal helfen? Wie würden Sie denn jetzt die richtige Länge von diesem Vektor ausrechnen? Ja, also man könnte jetzt sagen, 7, 3 in neuen Koordinaten ist, das sieht man ja, 7 mal 1,3 in der horizontalen Richtung und 3 mal 0,6 in der vertikalen Richtung. Das heißt, das ist die Darstellung in alten Koordinaten. Davon rechne ich jetzt die Länge aus. Das heißt, ich muss dies zum Quadrat nehmen und ich will das gar nicht komplett ausrechnen. Ich will das nur mal hinschreiben, was ich rechnen müsste. Ich müsste rechnen 7 Quadrat mal 1,3 Quadrat. Das ist das Quadrat der alten x-Komponente. Plus 3 Quadrat mal 0,6 Quadrat und aus dem Ganzen die Wurzel. Ich lasse das mal so stehen. Die Zahl, die da jetzt rauskommt, interessiert mich eigentlich gar nicht. Wichtiger ist eigentlich, dass man hieran erkennen kann, diese beiden Quadrate hier, 1,3 Quadrat und 0,6 Quadrat, die bleiben ja immer gleich. Wenn ich jetzt statt 7, 3 einen anderen Vektor hätte, dann hätte ich im Prinzip die gleiche Formel, weil das sozusagen meine Umrechnungsfaktoren sind, um von dem komisch skalierten Koordinatensystem auf das klassische alte zurückzurechnen. Ich könnte jetzt also sagen, wenn ich von einem Vektor, der ganz allgemein die Koordinaten Lambda und Nü hat, die in neuen Koordinaten gegeben sind, wenn ich von dem die Norm ausrechnen will, dann kann ich eigentlich diese Formel hier oben abschreiben. Ich habe 1,3 zum Quadrat, das ist mein Skalierungsfaktor in horizontaler Richtung, mal die erste Komponente zum Quadrat, plus 0,6 zum Quadrat, das ist mein Skalierungsfaktor in die andere Richtung, mal zweite Komponente zum Quadrat und daraus die Wurzel. Damit kann ich von dem neuen Koordinatensystem aufs alte übertragen und die in Häkchen richtige Länge ausrechnen. So, jetzt machen wir das noch ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir ein Koordinatensystem, bei dem die Koordinatenlinien nicht nur unterschiedliche Abstände haben, sondern nicht mal mehr senkrecht aufeinander stehen. Die Horizontalen sind nach wie vor alle parallel und die in Häkchen Vertikalen sind nach wie vor auch alle parallel, aber die Winkel dazwischen sind nicht mehr rechte Winkel. Das sind aber auch Koordinaten, das heißt, ich könnte hier jetzt auch wieder sowas wie 7, 3 einzeichnen. Also dieses rote Ding wäre jetzt wieder der Vektor 7, 3 in neuen Koordinaten. Und ich möchte das gleiche machen wie eben. Ich möchte die Länge von diesem Vektor ausrechnen, die rauskommen würde, wenn ich in alten Koordinaten rechnen würde. Was für Informationen brauche ich denn da jetzt für? Es reicht jetzt ja wohl nicht, dass ich einfach wie eben diese Abstände habe, den hier und den hier. Das hat mir eben ja gereicht als Information. Was würde denn reichen? Was könnte ich denn da jetzt gebrauchen dafür, damit ich da was Vernünftiges rausbekomme? Genau, wenn ich den Winkel wüsste, dann wäre mir geholfen, würde aber eine relativ komplizierte Formel rausbekommen. Man kann das ohne den Winkel rausbekommen mit etwas, was Sie eigentlich auch schon kennen. Hilft Ihnen das weiter? Wenn ich diese beiden Vektoren, die ich da jetzt hingemalt habe, den blauen und den violetten, kenne, dann kann ich doch den Vektor, um den es mir eigentlich geht, mit Hilfe dieser Vektoren ausdrücken. Also ich gebe denen mal Namen. Diese beiden Vektoren x und y, die spannen doch dieses Koordinatensystem auf. Und dass der rote Vektor die Koordinaten 7, 3 hat, das bedeutet doch nichts anderes, als dass der rote Vektor dasselbe ist wie 7 mal x plus 3 mal y. Und jetzt kann ich mit Hilfe dieser Vektoren x und y natürlich die Länge ausrechnen. Ich muss natürlich x und y kennen, aber ich hatte ja vorher gefragt, welche Informationen würden wir denn haben. In dem Moment, wo ich x und y kenne, kenne ich natürlich auch gleich den Winkel zwischen denen. Den brauche ich jetzt aber gar nicht explizit, sondern der steckt quasi da drin. Ich will jetzt also diese Länge ausrechnen. Mir geht es also um die Länge von diesem Vektor hier. Und jetzt kommt das Skalarprodukt. Das haben Sie eben schon richtig gesagt. Die Norm ist ja definiert als das Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst und daraus die Wurzel. Das heißt, hier würde jetzt stehen 7 mal x plus 3 mal y mal 7 mal x plus 3 mal y und daraus dann die Wurzel. So, und das rechnen wir jetzt tatsächlich mal aus. Da müssen Sie jetzt jedes mit jedem multiplizieren, das ist die binomische Formel. Das heißt, hier vorne haben Sie 7 zum Quadrat mal x zum Quadrat. Ich schreibe das mal so in Kurzform, aber hier muss man sich natürlich klar machen, dieses Quadrat meint ein Skalarprodukt. Das meint das Skalarprodukt des Vektors x mit sich selbst. Dann haben Sie, ich sagte ja eben schon, binomische Formel,
2 mal 3 mal 7 mal x mal y, hier ist auch wieder das Skalarprodukt gemeint, plus, und da hinten haben Sie dann 3 mal 3 mal y, wieder das Skalarprodukt. Und aus dem ganzen Ding die Wurzel nehmen. Das Entscheidende an der Sache ist, wir hatten hier oben zwei Werte, die fest waren. 1,3 und 0,6 waren ja diese Abstände in dem Koordinatensystem. Und wenn wir die einmal kennen, haben wir eine Formel. Und wenn Sie jetzt hier genau hinschauen, haben Sie hier auch Werte, die feststehen. Sie haben dieses hier und dieses hier und dieses hier. Das heißt, wenn Sie x und y kennen, dann können Sie diese Werte, Skalarprodukt von x mit sich selbst, Skalarprodukt von y mit sich selbst und x mal y einmal ausrechnen. Das sind feste Konstanten. Und dann haben Sie eine Formel für ganz allgemein die Länge von einem Vektor. Ich werde Ihnen jetzt mal Namen geben. Das sind Namen, die uns durch das ganze Kapitel verfolgen werden. Diesen Wert, den wir hier ausrechnen könnten, den nenne ich mal e, also das Skalarprodukt von x mit sich selbst. Diesen Wert x mal y nenne ich f. Diese 2 lasse ich mal hier stehen. Das hat bestimmte Gründe, warum man diese 2 hier stehen lässt. Und diesen Wert nenne ich g. Und dann bekommen wir eine Formel. Das war jetzt ja für das Beispiel 7, 3. Aber wir können es ganz allgemeine Formel hinschreiben, dass wir sagen, wenn wir einen Vektor lambda mu in neuen Koordinaten haben, in diesem verzerrten Koordinatensystem da oben, und wir wollen dessen Länge ausrechnen, dann kann ich hier einfach abschreiben, das ist e mal die erste Komponente zum Quadrat plus 2 mal f mal erste Komponente mal zweite Komponente plus g mal die zweite Komponente zum Quadrat und daraus die Wurzel. Erstmal habe ich einfach nur eine Formel, genau wie oben. Ich kann neue Koordinaten einsetzen und kann damit die Länge von einem Vektor ausrechnen, von dem ich nur die Koordinaten in dem verzerrten System habe. Ich schreibe hier auch mal Pythagoras daneben. Diese Formel, die wir jetzt haben, ist quasi der Ersatz für den Satz von Pythagoras in unserem neuen Koordinatensystem. Wenn Sie so wollen, gilt in dem klassischen Koordinatensystem, was wir kennen, der Satz des Pythagoras, und hier gilt der Satz des Pythagoras in einer modifizierten Form, so wie er hier steht. Ich komme da nochmal drauf zurück, aber das können Sie schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Lässt sich das hier, was ich hier gemacht habe, auch ausdrücken mit dem, was wir da eben gemacht haben? Dies wäre jetzt unser e, das, was wir eben e genannt haben. Und dieses wäre das, was wir g genannt haben. Wenn Sie sich hier die Formel hier unten nochmal anschauen. Das ist das e, lambda Quadrat mal e steht hier. Und das ist das g, hier steht μ Quadrat mal g. Und in der Mitte steht aber nichts. Woran liegt das? Genau, weil die rechtwinklig aufeinander stehen. Das heißt, hier habe ich ja eigentlich genau die gleiche Situation wie eben. Ich habe hier auch so einen Vektor, der nach hier geht. Das wäre jetzt mein x. Und ich habe auch einen anderen Vektor, der nach oben geht. Das wäre mein y. Nur, dass ich hier die Situation habe, y ist ein ganz einfacher Vektor. Das ist der Vektor 0, 0,6. Und x ist auch ein ganz einfacher Vektor. X ist der Vektor 1,3, 0. Und wenn wir hier unten nochmal schauen, wie das f entstanden ist, das ist das Skalarprodukt von x und y. Und wir wissen ja, dass das Skalarprodukt von zwei Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen, 0 ist. Das heißt, in diesem Fall fällt das einfach weg, in diesem hier oben, weil die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Und der noch einfachere Fall, den ich hier nochmal kurz skizziere, ist der simpelste Fall, der, mit dem wir täglich umgehen, einfach r². Da habe ich auch solche Vektoren. Da gibt es auch diesen Vektor hier. Und es gibt auch diesen Vektor hier. Aber da ist es nicht nur so, dass die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen und das f wegfällt, sondern hier ist es so, dass, weil diese beiden Vektoren ja die Länge 1 haben, x mal x einfach 1 ist und y mal y ist einfach 1. Das heißt, diese komplizierte Formel von hier unten vereinfacht sich extrem, weil der mittlere Term wegfällt, f ist 0, und die beiden äußeren Terme, da steht e und g nicht mehr, weil es beides 1 ist. Und dann haben Sie tatsächlich wieder Ihren ganz normalen, guten alten Pythagoras da stehen. Aber prinzipiell ist es immer dieselbe Geschichte. Sie können sich das also so vorstellen, dass Sie eigentlich immer diese beiden Vektoren haben, die so ein Koordinatengitter aufspannen, und die bestimmen sozusagen, ich sage es nochmal in Häkchen, welche Form des Satzes von Pythagoras in diesem Koordinatengitter gilt. Der einfachste Fall ist, die beiden Vektoren haben die Länge 1 und stehen senkrecht aufeinander, klassischer Pythagoras. Etwas komplizierter, sie stehen senkrecht aufeinander, aber ihre Längen sind nicht gleich, dann bekommen sie eine Formel wie hier, aber ohne den mittleren Term. Und im kompliziertesten Fall haben sie so ein verzerrtes Koordinatengitter wie hier.
Die beiden Pfeile haben eventuell unterschiedliche Länge und stehen außerdem nicht senkrecht aufeinander. Dann bekommt ihr so eine gemischte Formel hier, die so ein bisschen aussieht wie die binomische Formel. Das ist dann der Pythagoras, die Abstandsformel, die in diesem verzerrten Koordinatengitter gilt.